Stellt euch vor, ihr seid ein Fabrikbesitzer und die Arbeiter kommen. Es gibt Arbeiter, die sind schon vor der Zeit da und die gehen in eine Besprechung, bevor die Arbeit überhaupt beginnt. Und da gibt es Leute, die kommen pünktlich zur Arbeit, stempeln und gehen arbeiten. Und dann gibt es wiederum Leute, die kommen manchmal zu spät. Und da gibt es Leute, die kommen regelmäßig zu spät. Sind diese Leute, deine Mitarbeiter, gleich bei dir? Was würdest du über jemanden sagen, der regelmäßig zu spät kommt? Was würdest du über jemanden sagen, der fast jeden Tag zu spät kommt? Was denkst du, bist du vor Allah, der du regelmäßig dein Gebet, Fajr-Gebet, verschläfst? Und das Schlimmste daran ist, dass sich nichts ändert. Man kann mal verschlafen. Aber was wir falsch machen, ist, dass wir heute verschlafen. Und morgen und übermorgen und den ganzen Sommer. Und dann sagen wir sind Mu'minin.